Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meine Kalinkas Küche. Vor 3 Tagen haben wir Gemüse fermentieren lassen. Und jetzt nach 3 Tagen mache ich natürlich Update, wie es alles so schön aussieht. Und so sehen unsere Gemüse. Wir haben Gurke, Tomaten, Stangensellerie, Kohl, Äpfel, Möhren, alles Mögliche angelegt. Hier Zucchini und Paprika, alles wirklich viele schöne Sachen. Und jetzt natürlich wird es das probiert, wie es das alles so schmeckt. Und müsst ihr natürlich nach eurem eigenen Geschmack das sehen. Nach 2-3 Tagen probiert und wenn euer Geschmack gefällt, sofort muss man in die Kühle stellen, dass man den Fermentationsprozess stoppt, dass er verlangsamt, weil im Kühlschrank wird es weiter noch weiter nach fermentieren. Und wenn ihr nicht unbedingt so richtig saure Gemüse mögt, dann stellt ihr lieber eher in den Kühlschrank als zu spät, weil Fermentationsprozent geht im Kühlschrank trotzdem weiter. Und die habe ich schon probiert. Das war die Stangensellerie. Richtig so knackig. Äpfelspalten. Tomaten. Gurkenscheiben. Wenn die Gurke fermentiert, lässt ihr die ganz oder mit größeren Stücken. Ich wollte, dass ein bisschen mehr reinkommt, ziemlich so eine kleinere Scheiben, dünne Scheiben zum Fermentieren gelassen. Und da, wo die Kerne, wird das schneller weich, dann werden die so ein bisschen so schlabberlich. Aber im Geschmack so lecker. Und wenn ihr Interesse habt, wie ich es so zubereite, und das bereite ich wirklich nicht für Winter, sondern für gleich jetzt in die nächsten Tage oder vielleicht 1-2 Wochen zu verzehren. Esse ich meistens auch nicht alleine, gebe ich auch noch Kinder, wenn ich jetzt so viel mache. Sonst ist es wirklich bequem, 1-2 Gläschen nur machen, dann nehmen die nicht viel Platz im Kühlschrank, wird abgegessen und wenn man sieht, mein Gläschen ist schon fast alle, kann man auch neue machen. Es geht wirklich nur 2-3 Tage, höchstens 5 könnt ihr auch essen. So meine Lieben, wenn ihr Interesse habt, dann bleiben Sie bei mir und ich werde euch es zeigen, Schritt für Schritt wie immer. Viel Spaß! Bevor wir anfangen mit dem Gemüse fermentieren, werden wir jetzt erstmal Salzlake nehmen. Wenn ihr schlechtere Wasser im Wasserhahn habt und kein Filter dafür, dann kann man auch Wasser aus diesen Flaschen nehmen, dieses stilles Wasser. Ich habe jetzt gefiltertes Wasser. Für 1 Liter geben wir 25 Gramm Salz. Ich habe jetzt 50 Gramm, weil ich möchte gerne 2 Liter Salzlake mir vorbereiten. So, den 2. Liter. Und lassen wir gut den Salz auflösen. Stellen wir einfach an die Seite und zu umrühren. Das Wasser müssen wir nicht kochen, weil wir brauchen eine sozusagen, wenn ich darf sagen, ein lebendiges Wasser. Wenn wir die aufkochen, die ist dann tot zum Fermentieren. So, und jetzt werden wir unsere Gemüse erstmal zerkleinern. Die Gemüse habe ich schon alle abgewaschen, sauber gemacht. Das ist auch wichtig, sauber zu arbeiten. Die Gläser muss man alle richtig schön heiß auswaschen. Als erste Kombination nehme ich Paprika, Zucchini, Möhre, bisschen Meerrettichblätter. Das Glas habe ich richtig heiß abgespült. Jetzt ganz unten geht ein Löwenblatt, dann ein paar Dillstiele. Die sind noch gefroren. Wenn ihr keinen Dill habt, kann man auch die Dillsamen reinmachen. Dann von den Chili. Chili nehme ich nicht alle, dass nicht zu scharf wird, und ein bisschen bunte Pfefferkörner. Und dann werden wir schon unsere Gemüse schneiden. Ich schneide in so eine breitere Streifen und gehe erstmal hier rein. Nicht so ganz stark. So, und dann kommt die Zucchini. Schaut ihr, wie groß eure Zucchini, wenn die zu groß, dann lieber halbieren oder sogar viertel. So, halbe. Und dann Möhre wollte ich noch.
Möhre wollte ich erstmal reiben, aber jetzt habe ich gedacht, ich werde die ziemlich dünn in Scheibchen schneiden. Aber wirklich sehr, sehr dünn, dass die gleichzeitig werden fertig sein. Dazwischen kann man Dill und jetzt zum Beispiel von Meerrettichblätter geben und so Schichten den Glas voll machen. Etwas draufdrücken. So, den Glas fast voll, gebe ich noch zwei Scheibchen von Ingwer, aber das nach Geschmack. Die Gewürze alle nach Geschmack. So, ich habe noch hier Knoblauch. Knoblauch auch lecker im Angelegten. Und noch ein paar Scheibchen von Zucchini. Das ist richtig schön zugedeckt. Und ich habe solche, sozusagen, es ist kein Gewicht, aber es kann man gut damit drunter drücken. Wenn man die Deckel drauf macht, dann drückt es dieses Teil nach unten. Das ist so eine Fermentierungsbedeckung. Kann ich euch Link unten in die Beschreibung reinstellen, wo ich die gekauft habe. So, und jetzt brauchen wir nur mit Salzwasser übergießen. Der Salz ist schon gut aufgelöst und einfach voll machen. Lieber mehr als weniger, so drauf. Oder ein Blatt Kohl oder von Kohlrabi habe ich mir Blätter auch aufgehoben. Draufdrücken und diese Gläser können wir komplett gleich zumachen. Die Gläser stelle ich aber trotzdem auf so ein Unterteller. Darf man nicht diese Gläser zum Beispiel hier vom Fenster stellen, dass die Sonnenstrahle reinkommt. Andersrum, lieber dann Tuch drauf machen. Ich stelle meine Gläser auf so ein Tablett und stelle ich in eine Ecke in meine Küche, gebe einfach Geschirrtuch oben drauf und lasse es in Ruhe, weil es darf keine Sonne auf unsere fermentierte Gemüse draufkochen. Lieber dunkel und sogar wenn etwas kühler ist, auch nicht schlimm. So, den zweiten Glas habe ich jetzt da unten alle Gewürze drauf gemacht. Lorbeerblatt, Chili und Knoblauch. Und jetzt habe ich die Brokkoli-Röschen gemacht. Die Brokkoli-Röschen machen wir etwas kleiner, dass die besser werden fertig. Oben habe ich gedacht, gebe ich noch Sellerie, Stangensellerie, ein paar Möhrenscheiben und wieder Sellerie. Das kann man auch grünes von Sellerie nehmen oder gibt man in die andere Glas noch diese kleinen Stücke. Dann kann man auch noch Zwiebeln geben. Ich gebe einfach so Viertel, weil er so ein kleinerer Knolle. Und zum Schluss gebe ich noch die Gurke. Die Gurke schneide ich mit so einem Messer, mit so einem Stücken. Schön alles so ein bisschen reindrücken. Kann man noch ein paar Knoblauchzehe dazwischen reinmachen. So, jetzt haben wir Glas voll. Oder ich mache das, weil es hat nicht so viele kleine Teile. Oder kann man einfach Blatt, in meinem Fall jetzt von Kohlrabi, einfach so reinstecken. Dann wird es auch richtig schön alles zudecken und halten. Schaut. So. Und jetzt mit Salzwasser übergießen. Auch richtig voll machen. Mit Holzstäbchen noch durch so stechen, dass mal den Luft rauskommt. Seht ihr? Es ploppert noch. So, draufdrücken. Perfekt. Oder macht man nochmal das drauf oder lässt einfach so. So, und dieses Glas machen wir auch richtig zu. So, und die kleineren Gläschen kann man einfach nur zur Probe was machen. Zum Beispiel jetzt nur die Tomaten. Hier in die Mitte einfach ein bisschen so einstechen oder mit Zahnstocher oder mit Messer wie ich. Die Gemüse unbedingt immer alle gut abwaschen. So ein Glas passt nicht viel. Machen wir einfach ein paar Gurken oben drauf. Sowieso ist hier noch übrig geblieben. Dann können wir die reinmachen.
Paprika, Knoblauch, Zierauch, bisschen Pfefferkörner, eine Ingwer, bisschen Dill, Löberblatt und Chili. Da kann ich ein Blatt von der Kohl abmachen, mir so ein Stückchen rausnehmen, natürlich abwaschen und geben wir oben drauf. Wenn ihr noch von dem Weg kleinere Gläser habt, dann kann man den Deckel von diesen kleineren Gläser hier oben drauf machen, wie ein Gewicht. Das hole ich noch dann aus dem Keller raus und lege noch hier oben drauf. So, Salzwasser. Und fertig ist das dritte Glas. So, wenn dann das Deckel jetzt hoch geht oder wir machen Klammern gleich drauf, dann drückt das alles schön nach unten, nehme ich in dem Fall aber drei Klammern, nicht wie beim Einkochen, zwei. Und dann ist das Glas schön zu, die Flüssigkeit bis oben hier. So, der dritte Gläschen auch fertig. Dann möchte ich gerne noch Kohlrabi und Möhren zusammen auch anlegen. So, und noch ein Glas werden wir mit dem Kohlrabi machen. Schneide erstmal in so eine Stücke und dann mit meinem Messer, dass es so schön aussieht, so eine Streifen. Und die größere kann man noch so als die Hälfte, so wie Stäbchen machen, die dann schön auf dem Teller. Dann Möhren dazwischen, kann man dann jetzt hier auch etwas grober schneiden. Pack Knoblauch, Zeh und auch Zwiebel. Hälfte reicht schon. Bisschen schütteln. Draufdrücken. Bei mir hier noch Sellerie noch übrig geblieben, den gebe ich auch hier oben drauf. Der Geschmack von dem Gemüse ist immer anders, weil es kommt darauf an, mit was er die Gemüse fermentiert. Ja? Zum Beispiel, wenn ich jetzt Kohlrabi mit Möhren nur fermentiere, wird anderer Geschmack, als wenn ich jetzt noch das Staudensellerie dazu gegeben. Noch ein bisschen von Kohlrabi und dann ist das Glas voll. Können wir noch ein Blatt Meerrettich drauf machen und dann möchte ich gerne die Kohlrabi mit den Chiliflocken anlegen, deswegen gebe ich ein ganzes Teelöffel Chiliflocken. Aber Chiliflocken sind nicht so scharf wie die Chili. Und dann kommt das Salzwasser. Alles schön voll machen. Ich versuche meine hier Bedeckung auch trotzdem reinmachen. Bisschen zu voll. Die Bedeckung können wir vielleicht nach ein, zwei Tagen reinmachen. Denn den Deckel musst du nicht richtig festmachen. Nur so drauflegen und leicht zu. Einfach nur leicht zu. Und auch unbedingt der Teller drunter. Weil beim Gären kommt meistens immer die Flüssigkeit raus. So, und jetzt übrig geblieben bei mir jetzt noch Weißkohl, Möhren und Apfel. Das werden wir noch jetzt machen. So, jetzt ist die Kohl dran und ich mache nur so ein kleineres Glas, nur euch zu zeigen. Es kann man wie eine Sauerkraut machen, aber wir können auch ziemlich grobes machen. Schneide erstmal Stückchen und schneiden wir in so eine wirklich grobe Stücke. Wenn ihr schon zum Beispiel rote Beete im Garten habt, da könnt ihr sogar ein Stück rote Beete dazu reinlegen, dann wird der Kohl schön rosa. Darunter können wir gleich schon ein Löberblatt drauf machen und ein paar Pfefferkörner. Und dann können wir schon den Kohl stapeln. Kohl kann man richtig schön reindrücken. Das wird nicht matschig. Und dann Möhre. Er reibt ihr grob oder macht ihr so, schneidet den Scheibchen. Aber dann auch nicht so dicke Scheibchen. So, hier in der Mitte geben wir dann Möhre. Kann man ganze Möhre reinmachen. Und dann von den Apfel was. Apfel müssen wir nicht schälen. Ich habe ihn schon abgewaschen. Auch in so eine Schärtelchen. Es ist nicht jedermanns Sache, aber es schmeckt.
Und der Kohl von Apfel auch schmeckt besser. So, haben wir jetzt eine Schicht. Und jetzt nochmal Kohl. Viel passt da nicht rein. Es wird noch sich setzen beim Fermentieren, deswegen kann man ruhig richtig voll machen. Am nächsten Tag wird mal ein bisschen runtergedrückt oder in zwei Tagen. Noch etwas von Apfel. So, das reicht jetzt. Und wenn ihr das mögt, könnt ihr auch die Chiliflocken drüber machen. Muss aber nicht sein hier Chili bei dem Kohl. Und genau so mit Salzwasser übergießen. Klammer drauf und fertig. So, liebe Freunde, sehen wir uns in so ein 3-4 Tagen nochmal und zeige, was meine Gläser alle so machen. Hallo alle zusammen. Heute sind 3 Tage, nachdem wir unsere Gemüse zum Fermentieren gestellt haben. Und wie ich euch gesagt habe, unbedingt oder Teller unter jedem Glas stellen oder so wie ich auf dem Tablett stellen. Schaut ihr, hier ist Wasser. Es hat schon ein bisschen mehr geschäumt und es ist auch rausgekommen was. Wenn ihr jetzt, habt ihr gehört, jetzt hat es gezischt. Und seht ihr, wie pluppert alles hier. Den Gärungsprozess in vollem Gange. Jetzt machen wir ganz kurz auf und schön, schön langsam, dass hier nicht rumspritzt. Schaut, wie hier alles arbeitet. Es kommt schon die Flüssigkeit hoch. Schaut. Ich mag gerne es aufmachen und diese Gase rauszulassen. So, ein bisschen reindrücken, die Holzstäbchen sauber, die Hände habe ich richtig geschrubbt, wird nichts passieren. Ich werde jetzt auch 1-2 mehr rausnehmen und zu probieren, wie wird das schon schmecken. Das ist jetzt eine Gurke und nach 3 Tagen, die Gurke ist die perfekt. Gurke und was haben wir da noch? Eine Möhre und eine Sellerie. Die Sellerie fühlt sich noch richtig fest, das zu unserer Dings zu und schaut ihr, es ist genug hier Flüssigkeit drin, ich muss es nicht noch nachfüllen, es ist alles schön bedeckt zu machen und eigentlich dieses Glas kann ich schon im Kühlschrank stellen, dass es nicht weiter so stark gärt. Probieren wir jetzt ein Stückchen. Die sind schon perfekt, die sind richtig schön sogar säuerlich. Sellerie hat auch schon kleine Säure, aber die kann noch. Und die Möhren normalerweise auch kann noch ein bisschen. Aber alles hat so eine schöne, angenehme Säure. Die Gurken aber kann man schon essen. Und dieses Glas geht bei mir jetzt in den Kühlschrank. So, hier haben wir Kohl, Äpfel und Möhren. Den machen wir auch auf. Ich freue mich über die fermentierte Sachen. Schauen wir hier. Die Gemüse nach oben gegangen, weil ich hatte kein Gewicht drauf gemacht. So, hole ich jetzt erstmal einen Apfel und eine Möhre. Das kann ruhig 5 Tage fermentiert sein. Und ein Stückchen von dem Kohl auch. Lecker. So, jetzt habe ich den Deckel gebracht von dem kleineren Glas und er passt hier perfekt. Draufdrücken, dann kann man sagen, wir brauchen auch kaum schon den Flüssigkeit. Der Rest von meinem Salzwasser habe ich einfach in den Kühlschrank gestellt und jetzt kann ich das drauf machen. Zu. Und dieses Glas lasse ich noch ungefähr noch 1-2 Tage hier stehen und danach werde ich es in den Kühlschrank stellen. Und so mache ich immer, dass ich keine übersäuerte Gemüse habe, nach bestimmtem Grad, wie ist es für meinen Geschmack. Deswegen musst du immer mal probieren und dann in den Kühlschrank stellen,
Das Fermentationsprozess wird gestoppt und wird dann nur ganz langsam nachfermentiert. Die bleibt noch auf dem Tablett stehen. Dann haben wir hier Kohlrabi, ja? Kohlrabi, alles Mögliche. So sieht er hier aus. Schaut, alles schön sprudelt. Hier haben wir ein bisschen mit Chili gemacht. Holen wir auch raus. Ach ja, wir probieren hier ein bisschen Kohl. Kohl muss noch ein bisschen. Möhrchen sind lecker. Und Apfel. Apfel muss noch ein bisschen. Deswegen bleibt dieses Glas noch ein, zwei Tage hier stehen. Jetzt kommen wir zum Kohlrabi. Und was haben wir hier noch? Auch Sellerie, Möhren. Das ist ein bisschen größeres Stückchen. Probieren. Lecker. Kohlrabi kann man jetzt schon nach drei Tagen verzehren. Sehr lecker. Machen wir noch jetzt in dieses Glas. Weil ich will diese Abdeckung hier drauf machen. Wasche schnell den Deckel ab, weil wo die Gemüse hochgegangen sind, die an den Deckel gekommen und alles voll hier mit den Chiliflocken. Auch den Rand nochmal sauber machen. Die Kohlrabi richtig schön scharf. Jetzt können wir auch sogar etwas fester zudrehen. Nicht richtig komplett fest, nur etwas fester drehen. Den Glas lasse ich auch noch einen Tag mal stehen. So, jetzt schauen wir. Hier haben wir Gurken und Tomaten. Die kann man schon jetzt verzehren. Die braucht man gar nicht so lange stehen. Tomaten und Gurken, drei Tage reicht voll. So sieht er aus. So ein leckerer Geschmack, weil es hat nur angefangen zu fermentieren. Es ist noch nicht richtig sauer. Es hat noch Süße von dem frischen Tomate und auch etwas schon ein bisschen von fermentierte diese Salzlake. Es ist absolut nicht salzig. Wenn ihr denkt, dass es zu viel Salz ist, ist das es also nicht. Weil die Bakterien müssen die auch mit irgendwas arbeiten. Es ist wirklich sehr, sehr lecker. Und die Gurke? Die Gurke ist schon fertig. Dieses Glas brauche ich gar nichts hier Gewicht. Es wird bestimmt heute weggenascht. Den stelle ich aber gleich in den Kühlschrank. Festmachen. Was für so eine leckere Gemüse. Und die sind so gesund, liebe Freunde. Und dann die letzte Glas, das ist mit den Zucchini. Schön vorsichtig aufmachen, immer festhalten den Deckel, weil bei dieser Bügelgläser ist das meistens, schaut ihr und glaubt ihr, wie das zischt und die Flüssigkeit kommt sehr, sehr stark hoch. Schaut ihr, wie sprudelt es ist. Herrlich. So, und jetzt probieren wir noch unsere Zucchini. Ich habe die ziemlich dünn geschnitten. Zucchini sind auch schon fertig. Die kann man auch im Kühlschrank stellen. Und wie gesagt, sowas wie Zucchini, das sind die ziemlich weiche Gemüse. Und wenn ihr die fermentiert, die sind auch ziemlich so weich. Nur am Rand ist ein bisschen fester, aber sonst ist ziemlich weiche Gemüse. Deswegen die Zucchini fermentiere ich wirklich ganz, ganz selten. Habe ich jetzt nur gemacht, euch zu zeigen, dass die weiche Gemüse, so wie jetzt Paprika auch, wird ziemlich, ziemlich schnell weich. Können wir auch gleich auch Paprika rausholen. Da kann ich euch auch zeigen. Oh, seht ihr? Die geht schon auseinander. So weich ist sie. Und wenn ihr drauf beißt, dann macht sie dieses Geräusch nicht. Einfach nur weiche Gemüse. So, meine Liebe, können wir jetzt ein Update machen. Nach drei Tagen können wir schon solche Gemüse wie Gurken, Tomaten, Zucchini, Paprika schon voll verzehren. Sogar, ich denke mir, dieses Glas könnten wir auch schon nach zwei Tagen verzehren. Solche wie Kohl oder Sellerie, Möhren, so eine harte Gemüse, die können etwas länger, vielleicht bis fünf Tage fermentiert werden. Aber ihr müsst wirklich Glas aufmachen, probieren. Und wenn es euch das jetzt so schmeckt, schnell in die Kühle stellen. Ob das der kühle Keller oder ist das Kühlschrank, das den Fermentationsprozess stoppen. Wenn ihr das in
Kühlschrank stellen, stelle ich trotzdem noch einen kleinen Teller drunter, weil es ist Gemüse jetzt ja noch so etwas warm von Zimmertemperatur und gären noch. Und das kann es passieren, dass es, bis das wird das richtig abgekühlt und so weiter, wird das weiter noch arbeiten und dann kann euch noch was bisschen runtersickern und macht ihr euren Kühlschrank dreckig. Deswegen bitte unter das Glas erste ein, zwei Tage einfach ein kleines Tellerchen drunter stellen. Ob es ist im Keller oder ist das im Kühlschrank. So, liebe Freunde, ich denke, wir machen jetzt dann Schluss, weil da wisst ihr schon selber, wie wird es vorgehen. Und ich hoffe, es wird euch dieses Rezept gefallen. Es geht schnell, es ist nicht viel Arbeit und es ist wirklich eine sehr, sehr gesunde Gemüse. Natürlich nicht für die, welche Histaminprobleme haben oder die, welche so Verdauungsprobleme haben, welche dürfen überhaupt keine sowas wie Sauerkraut oder sowas essen, dann dürft ihr es nicht. Für so ganz normale Verzehr, es ist wirklich ein gesundes Essen für unsere Darm. Das wirklich sehr viele Vitamine und gute Bakterien, welche in unsere Darm kommen und bekämpfen die schlechten Bakterien. Das ist wirklich ein sehr gesundes Gemüse. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen und ich würde mich sehr freuen über eure Kommentare, über Daumen hoch. Vielen, vielen Dank, liebe Freunde. Ich wünsche euch alles Gute. Bleiben Sie gesund und viel Spaß beim Fermentieren. Alles Liebe, bis zum nächsten Mal. Tschüss!